Mein Name ist Thomas Dautermann, geboren im schönen Rheinland-Pfalz. Ich bin der Michael Felux, arbeite am DLR, Institut für Kommunikation und Navigation in Oberpfaffenhofen. Komme aus Deggendorf in Niederbayern, wie man wahrscheinlich unschwer hört. Wissenschaft hat mich eigentlich schon immer fasziniert und deswegen habe ich dann auch ein wissenschaftliches Fach studiert. Ich bin im Grunde Physiker, aber sehr Luftfahrt interessiert. Das ganze Luftfahrtthema interessiert mich eigentlich schon von klein auf und ja, war das DLR natürlich perfekt. Verkehrsluftfahrt, die muss eben immer funktionieren und deswegen arbeiten wir an diesen hochtechnisierten Geräten, die der Luftfahrt das ermöglichen, dass sie bei schlechtem Wetter ohne Sicht auch navigieren können. Ja, das erste Mal, dass eigentlich Programm von mir geflogen ist, war letztes Jahr. Damals noch mit Matas und mit mir hinten drin. Ich weiß noch, es war Sommer, es war riesig heiß. Wir haben geschwitzt, einerseits, weil es heiß war, andererseits, weil es teilweise am Anfang nicht funktioniert hat. Und bis das dann alles läuft, das ganze Programm, wenn die Triebwerke laufen, ist natürlich Riesenstress. Michi kommt aus Bayern, und zwar aus Niederbayern. Hört man auch, wenn man mit ihm spricht. Da haben wir wieder Sabers, wieder Bayernheit. Michi war Student, als ich beim DLR angefangen habe, ist dann als Mitarbeiter übernommen worden. Ja, Thomas ist ein netter, super Kollege, Freund. Bist du jetzt fertig? Steht meist ein bisschen später auf als ich, kommt später. Danke. Aber immer ohne Kernzeitverletzung. Aber hat unsere Zusammenarbeit bisher nicht geschadet. Er ist auch bei diversen Airlines viel Flieger, hat auch seinen Flugschein begonnen, den er irgendwann noch fertig machen will. Ich würde sagen, ist irgendwie so ein bisschen der Abenteurer. Ja. Ja. Ich denke, das ist auch ein wichtiger wissenschaftlicher Prozess, dass wir uns gegenseitig austauschen, weil das gehört auch dazu. Dass man wenigstens noch immer eine zweite Meinung hat. Zum Beispiel. Kann ja sein, dass man in die völlig verkehrte Richtung geht. Das soll vorkommen.